Brandenburg und Thüringen begrüße ich Sie im Konrad-Adenauer-Haus zur Pressekonferenz mit der CDU-Parteivorsitzenden Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, mit der CDU-Landesvorsitzenden Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht und mit dem CDU-Landesvorsitzenden Brandenburgs Professor Michael Schirak. Die Vorsitzende hat das Wort. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute uns im Präsidium und im Bundesvorstand mit dem Ausgang der Landtagswahlen gestern beschäftigt. Und Sie können sich vorstellen, dass wir alle sehr zufrieden waren über das Ergebnis. Beide Landesverbände konnten ein Plus bei dem Wahlergebnis für die Christlich-Demokratische Union zeigen. In Brandenburg ist es mit einer nicht einfachen Ausgangssituation gelungen, doch jetzt zweitstärkste Kraft im Land zu sein. Und das ist ein wichtiger Schritt. Und ich glaube, es hat auch daran gelegen, dass die Landespartei sehr engagiert und sehr einmütig auch gekämpft hat und damit auch die Zahl der Direktmandate sehr stark verbessern konnte. Und deshalb mein herzlicher Glückwunsch an Michael Schirak. Es liegt nun an der SPD dort natürlich, die Gespräche zu führen. Und die CDU wird diese Gespräche abwarten. Ich möchte genauso Christine Lieberknecht gratulieren. Der Platz 1 für die CDU ist unangefochten. Der Abstand zur Linken ist gewachsen. Und es hat sich hier gezeigt, dass es richtig war, dass man auch mit einer klaren Aussage und einem klaren Führungsanspruch in den Landtagswahlkampf gegangen ist. Ich gratuliere also genauso der CDU Thüringen. Und wir haben hier einen dramatischen Einbruch der Sozialdemokraten gesehen. Und wir haben insofern jetzt natürlich auch sehr schwierige Debatten, sicherlich über die zukünftige Landesregierung. Christine Lieberknecht wird dazu etwas sagen. Aus Sicht der CDU haben wir ihr alle Rückendeckung gegeben, die Gespräche zu führen, sowohl mit den Sozialdemokraten, aber, wie sie es heute auch gesagt hat, mit den Grünen. Wir haben uns in unserer Wahlanalyse natürlich auch beschäftigt mit dem Abschneiden der AfD, wie wir das auch nach der sächsischen Wahl getan haben, und sind übereingekommen, dass die beste Antwort auf diese AfD natürlich die gute Arbeit ist, die wir als Regierung leisten müssen, insbesondere dort, wo wir in Regierungsverantwortung sind. Es hat sich wieder einmal herausgestellt, dass das Wählerpotenzial der AfD aus allen Parteien kommt. Das hat der gestrige Abend genauso gezeigt wie der sächsische Wahlabend. Interessanterweise auch in Brandenburg, wo die CDU ja nun nicht so eine starke Kraft ist, sieht man das. Und deshalb wird diese Diskussion allgemein geführt werden müssen. Aber wir sagen, dort, wo wir in Regierungsverantwortung sind, dass die beste Antwort eine erfolgreiche Regierungsarbeit für die Menschen im Lande, egal ob in einem Bundesland oder auf der Bundesebene, ist. Insofern also gestern ein Abend, an dem wir uns freuen konnten. Und ich möchte jetzt die Wahlchefs, sozusagen die Spitzenkandidaten, bitten, ihrerseits das Wort zu ergreifen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Brandenburg ist ja für die Union nicht immer ein einfaches Pflaster, aber desto mehr freuen wir uns über ein sehr gutes Ergebnis. Wir haben das beste Ergebnis seit über 10 Jahren in Brandenburg eingefahren mit 23%. Wir sind auch die Partei, die im Parlament ist, die als einzige dazugewonnen hat. Alle anderen Parteien haben sich entweder stabilisiert oder sind ins Hintertreffen gelangt. Im Übrigen, die rot-rote Koalition hat deutlich verloren, über 10%. Insbesondere die Linkspartei hat mit über 9% deutlich eingebüßt. Das macht uns dann umso stolzer, dass wir hier ein gutes Ergebnis einfahren konnten. Im Übrigen waren auch gleichzeitig Bürgermeister- und Oberbürgermeisterwahlen in Brandenburg gewesen. In meiner Heimatstadt Cottbus, eine Großstadt und die zweitgrößte Stadt in Cottbus, hatten wir eine Oberbürgermeisterwahl. Dort hat die Union im ersten Wahlgang gegen zwei weitere Kandidaten mit 50,6% gewonnen. Auch das ist ein gutes Ergebnis für die Union und im Kommunalwahlkampf in Brandenburg, sodass ich sagen kann, dass wir insgesamt sehr gestärkt herausgehen. Jetzt habe ich das Angebot von Herrn Woidke wahrgenommen, mit uns in Sondierungsgespräche zu gehen. Wir werden also ernsthaft in Sondierungsgespräche gehen. Wir sind gut vorbereitet und erwarten dort auch konstruktive Gespräche und freuen uns darauf. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren,
Die CDU Thüringen ist die Partei, die am stärksten von den im Landtag vertretenen Parteien zugelegt hat. Sie ist klarer Wahlsieger. Und deswegen liegt auch der Auftrag zur Regierungsbildung bei der Thüringer Union. Ich nehme diesen Auftrag gerne wahr, aus Verantwortung vor dem Land. Die Wählerinnen und Wähler wollen eine Fortsetzung der schwarz-roten Koalition, jedenfalls so die Umfragen, wo das sehr eindeutig zum Ausdruck kommt. Es geht um Stabilität, es geht um Verlässlichkeit. Das werden wir im Übrigen auch in den nächsten Wochen durch das Regierungshandeln mit der SPD praktizieren, ganz selbstverständlich, wenn es darum geht, die Bund-Länder-Finanzbeziehungen weiter vorzubereiten und zu begleiten. Der Bundesrat, der jetzt am Freitag zur Debatte steht, da gibt es die regulären Kabinettssitzungen. Parallel wird sondiert. Ich habe die Einladung ausgesprochen an die Thüringer Sozialdemokraten. Ich habe die Einladung ausgesprochen, auch an die Grünen. Es geht um stabile Mehrheiten. Es gibt eine knappe Mehrheit für Schwarz-Rot von 46 Stimmen bei 91 Sitzen im Thüringer Landtag. Es gäbe auch eine knappe Mehrheit für Rot-Rot-Grün von ebenfalls 46 Stimmen. Da kommt es aber auf jeden Einzelnen an. Und das in einem trilateralen Bündnis auf der Rot-Rot-Grünen Seite. Da denke ich, dass mit Schwarz-Rot und gegebenenfalls auch einer Erweiterung um die Grünen Stabilität in Thüringen, so wie die Wählerinnen und Wähler das wollen, auch weiter praktiziert werden kann. Es geht um eine Erfolgsgeschichte. Die Menschen wollen, dass diese Erfolgsgeschichte fortgeschrieben wird. Und da bin ich ganz guter Dinge, dass das geschehen kann. Es liegen schon eine ganze Reihe Wortmeldungen vor. Die erste, Frau Dunz in der zweiten Reihe. Frau Bundeskanzlerin, so wie sich der Abend gestern gestaltet hat, sind Sie ja ausschließlich auf die SPD angewiesen, eine Koalition zu bilden. Wie wird sich das auf Ihre Stimmung in der Großen Koalition im Bund auswirken, wenn es zu Rot-Rot-Grün kommen sollte? Und wird es bis 2017 bei Ihrer Entscheidung bleiben, keine Koalition mit der AfD einzugehen? Letzteres haben wir eben noch mal wieder auch festgehalten im Bundesvorstand. In dem Gespräch darüber gab es daran an unserem Beschluss keinerlei Zweifel. Zweitens, ich habe immer gesagt, Landtagswahlen sind Landtagswahlen und Bundestagswahlen sind Bundestagswahlen. Ich finde nur, der gestrige Abend kann eigentlich seitens der SPD nicht als Ermunterung verstanden werden, dass man möglichst Unklarheit lässt, was man tun will. Und insofern muss das die SPD in Thüringen für sich entscheiden. Auf die Bundespolitik sehe ich keine Auswirkungen, aber ich würde mir schon wünschen, dass die SPD in Thüringen sozusagen Entscheidungen trifft, die ihr auch eine weitere Stabilität geben. Herr Delfs in der zweiten Reihe. Frau Kanzlerin, eine Frage. Bei Ihren letzten Wahlkampfauftritten haben Sie das Thema Grenzkriminalität auch verstärkt angesprochen, was Sie vorher nicht erwähnt hatten. Das ist ja ein Thema, was eigentlich die AfD auf die Tagesordnung gebracht hat. Ist das nicht indirekt doch ein Zugeständnis, dass Sie vielleicht bei bestimmten Themen bestimmte Themen unterschätzt haben oder einfach nicht beachtet haben? Und zweite Frage wäre, ob Sie sich vorstellen könnten, dass auch andere Themen, dass Sie sich jetzt künftig auch um andere Themen mehr kümmern, um die sich bislang nur die AfD kümmert. Also ich sehe das völlig anders. In Sachsen habe ich darüber gesprochen, zum Beispiel beim Wahlkampf in Bautzen, aber auch im Erzgebirge, dass der Bundesinnenminister ein Abkommen mit Polen geschlossen hat und gerade eins verhandelt über die Frage, wie die Arbeit an den Grenzen verbessert werden kann. Das hat er vor Monaten begonnen und da braucht man wirklich niemanden anders. Das Thema haben wir erkannt. Und an dem Thema muss weiter gearbeitet werden. Und deshalb sage ich, die beste Antwort ist erfolgreiche Regierungsarbeit. In Brandenburg kommt man gar nicht darum herum, über das Thema zu sprechen. Natürlich spreche ich, wenn ich in Rheinland-Pfalz bin, nicht über die Grenzkriminalität an der deutsch-polnischen oder deutsch-tschechischen Grenze. Aber dass das gerade vom Bundesinnenminister ja schon seit längerer Zeit sehr ernst genommen wird, das ist vollkommen klar. Herr Kör in der letzten Reihe. Und vielmehr muss man sagen, dass die CDU Brandenburg erstmal auf die Tagesordnung heben musste, dass man ausreichend Polizisten braucht. Ja. Vielleicht möchte Michael Schirach dazu noch was sagen. Also gerade zum Thema Grenzkriminalität haben wir seit über einem Jahr in Brandenburg sehr hart und gut diskutiert. Wir haben ein eigenes Konzept vorgelegt. Also das Thema innere Sicherheit und Grenzkriminalität war das Thema, das spezielle Thema der Union in Brandenburg gewesen. Da war von der AfD noch nichts zu hören gewesen.
Jetzt Herr Köhr in der letzten Reihe. Frau Bundeskanzlerin, noch einmal nachgefragt. Es gibt ja auch vom konservativen Flügel bei Ihnen durchaus Kritik, dass es da Versäumnisse gegeben hat. Teilen Sie diese Kritik oder was entgegnen Sie den Kritikern? Und an Frau Lieberknecht und Herrn Schirak die Frage, wo sehen Sie die Ursachen für den großen Erfolg der AfD, gleich zweistellig einzuziehen in Ihren beiden Ländern? Also ich kann wieder nur mit dem antworten, auch bezüglich Ihrer Frage, was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe. Gute Regierungspolitik, erfolgreiche, also Problemlösungen sind die Antwort, die wir brauchen. Ja, und ansonsten, es gibt immer Menschen, die auch unzufrieden sind, und zwar quer über alle politischen Lager. Das sieht man auch an den Wählerwanderungen zur AfD. Und sie ist jetzt Oppositionsfraktion im Thüringer Landtag, und das ist auch der Ort, wo wir uns argumentativ mit ihr auseinandersetzen wollen. Und dann werden wir ja mal sehen. Frau Fates in der dritten Reihe. Ja, Frau Merkel, ich muss da auch noch mal nachfragen mit der guten Regierungsarbeit. Wenn ich mich richtig entsinne, regiert die CDU ja in Sachsen und in Thüringen seit mehreren Jahren. Und dennoch hat die AfD dort jeweils um die 10% bekommen. Also ist die Regierungsarbeit dann da doch nicht so gut gewesen? Oder wäre die AfD sonst bei 20% gelandet, wenn jemand anders regiert? Irgendwie finde ich, da ist ein Widerspruch, den Sie vielleicht auflösen können. Ja, kann ich. Erstmal muss man ja sagen, dass Stanislaw Tillich ein Wahlergebnis sehr in der Nähe dessen eingefahren hat, was er auch vor 5 Jahren hatte. Und Christine Lieberknecht hat sogar gegenüber dem Ergebnis vor 5 Jahren zugelegt. Das heißt also, da sehe ich jetzt nicht, dass die Unzufriedenheit so groß war, dass man gleich schlechtere Wahlergebnisse hatte. Zweitens gibt es immer wieder Probleme, die gelöst werden müssen und die es vor 5 Jahren zum Beispiel noch nicht gab. Sie erinnern sich, im Europawahlkampf oder davor hatten wir das Thema des Euro. Da haben wir vieles getan. Das ist jetzt im Augenblick in der Wahrnehmung der Menschen gerade kein Thema mehr, obwohl ich immer hinzufüge, die Euro-Krise ist noch nicht vollständig überstanden. Also das kann auch wieder eine Aufgabe werden, und wir wissen ja alle, was wir da noch zu tun haben. Und dann haben wir andere Themen, die eben auch ihrer Bearbeitung harren. Deshalb hat der Bundesinnenminister Grenzabkommen abgeschlossen, und deshalb muss man immer wieder schauen. Wenn sich die Weltlage ändert, gibt es auch wieder neue Aufgaben und neue Themen, und deshalb ist es ja auch gut, dass es weiter Regierungen gibt, die dann mit diesen Themen auch diese Themen auch einer Lösung zuführen können. Es gibt ja keinen Stillstand. Herr Denkler in der dritten Reihe. Frau Parteivorsitzende, muss ich glaube ich an dieser Stelle hier sagen, die AfD hat ja nicht nur durch die Themen, sondern auch durch die Art der Wortwahl rechte Ressentiments bedient. Wenn die CDU sich öffnen würde, was ja einige ihrer Partei fordern, nämlich nach rechts ein wenig mehr zu schauen, was ist die größere Gefahr für Ihre Partei, wenn sie in der Mitte zukünftig möglicherweise nicht mehr so stark verortet ist oder wenn sie versucht, die rechte Flanke zuzumachen? Also erstmal muss ich feststellen, wenn ich mal das Land Brandenburg nehme, dass die CDU hinzugewonnen hat, die Linke hat massiv verloren und hat prozentual genauso viele Wählerwanderungen zur AfD. Also diese Verortung, da würde ich mal sehr vorsichtig sein, die so einseitig zu beschreiben, sondern ich sage nochmal, es geht immer darum, wo Probleme offen sind, müssen die regieren, Antworten finden. Und das gilt ganz offensichtlich, wenn Sie hier eine CDU-Regierungschefin nehmen und einen SPD-Regierungschef in Brandenburg, in völlig gleicher Weise. Man könnte sogar sagen, in Brandenburg hat sich das Thema noch schlimmer gestellt als in Thüringen. Und insofern bitte ich ganz einfach, dass man sozusagen die Fakten an der Stelle auch sieht. Und zweitens, wir machen unsere Politik, und die glaube ich recht erfolgreich, auch wenn ich mir die Wahlergebnisse auf der Bundesebene anschaue oder die Umfrageergebnisse, kann ich nicht entdecken, dass wir gerade in einer sehr erfolglosen Phase sind. Und diese Phase werden wir fortsetzen. Wir sind eine Volkspartei der Mitte. Wir haben eine konservative Wurzel, wir haben eine christlich-liberale Wurzel, wir haben eine soziale Wurzel, und alles muss in gleichem Umfang sich widerspiegeln in dem Wesen der Volkspartei CDU. Und zusammen mit der CSU, finde ich, werden wir im Augenblick dem Volksparteicharakter noch am besten gerecht, flächendeckend. Herr Rinke. Zunächst eine Frage an Frau Lieberknecht. Sie haben gesagt, dass Sie Gespräche auch mit den Grünen führen wollen. Können Sie uns sagen,
was Sie den Grünen eigentlich anbieten wollen, damit diese eine Mehrheit, die es ja aus CDU und SPD gibt, überhaupt unterstützen sollte. Und Frau Bundeskanzlerin, wegen der niedrigen Wahlbeteiligung hat die SPD-Generalsekretärin gestern vorgeschlagen, dass man nachdenken muss über Änderungen in den Wahlregeln, vielleicht nicht mehr nur an einem Tag, vielleicht Uhren nicht mehr nur in Schulen, sondern auch in Einkaufszentren. Wären Sie offen für Debatten darüber, dass man auch mit solchen Mitteln die Wahlbeteiligung wieder nach oben bringt? Also zunächst geht es einmal um Sondierungen, auch um klimatische Sondierungen, wie man miteinander gegebenenfalls zurechtkäme. Sie wissen, das eine ist die Mathematik, das andere ist auch die Chemie zwischen den Akteuren. Und das wollen wir mal ausloten in Gesprächen. Und es geht um eine stabile Regierungsbildung. Die ist möglich mit einer Stimme Mehrheit. Ich habe selbst ja über viele Jahre eine absolute Mehrheit mit einer Stimme in der Fraktion geführt. Und Koalitionen sind sicher noch mal etwas differenzierter zu betrachten. Aber wenn es eine noch stabilere Mehrheit geben würde, wäre das für das Land bei entsprechenden Schnittmengen auch von Vorteil. Es gibt viele Schnittmengen mit der SPD. Das haben wir in 5 Jahren erfolgreicher Regierungsarbeit gezeigt. Solide, gut. Das ist jederzeit fortsetzbar. Es gibt aber auch Schnittmengen mit den Grünen. Und dann gucken wir mal, wie das alles zueinander kommen kann. Aber ich sage gleich, das werden längere Sondierungen und auch längere Gesprächsprozesse sein. Ja, die unterschiedliche Wahlbeteiligung zwischen 2009 und 2014 in Brandenburg hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass das eine Mal dort die Bundestagswahl am gleichen Tag war und diesmal das eine für sich alleinstehende Landtagswahl war. Wir haben in Brandenburg Landratswahlen gehabt, da war die Wahlbeteiligung noch deutlich geringer. Man kann Briefwahl machen, man kann über Wochen abstimmen gehen, man kann bis zum letzten Tag, also noch am Tag vorher, den Weg finden. Ich weiß nicht, ob das noch mehr Angebot, wann man wählen gehen kann, jetzt den Wähler noch stärker zur Wahlurne bringt. Die Gedanken sind frei, aber ich sehe darin noch kein Erfolgsrezept. Herr Kollege Nerz-Wattenreihe. Jan Lebenhagen, Dagens Nyheter, Schweden. Frau Merkel, ich möchte eine Frage stellen wegen des Wahlverlusts von Ihrer Schwesterpartei. Haben Sie schon mit Friedrich Reinfeldt gesprochen heute Morgen? Nein, ich habe so viel eigene Wahlarbeit gehabt, dass ich mit Friedrich Reinfeldt noch nicht gesprochen habe. Ich werde das aber sicherlich tun. Und ich werde mich mit ihm austauschen und habe ihm alles Gute gewünscht für die Wahl. Nun ist sie so ausgegangen, wie sie ausgegangen ist. Und jetzt muss man das Weitere abwarten. Ja, jetzt ist er als Parteivorsitzender zurückgetreten, oder? Er will zurücktreten. Wie schätzen Sie ihn als Kollege und Ministerpräsident ein? Ja, ich habe über viele Jahre sehr, sehr gut mit Friedrich Reinfeldt zusammengearbeitet. Er ist immer auf ihn Verlass gewesen. Wir haben sehr viele gemeinsame Positionen gehabt. Er hat Schweden sehr, sehr gut geführt und zu einem erfolgreichen Land gemacht. Und insofern ist er ein guter Freund und ich wünsche ihm alles Gute. Herr Schuler in der dritten Reihe. Ja, nochmal eine Frage zum gestrigen Wahlabend an Frau Lieberknecht. Wenn man das 5. Interview mit dem Satz beginnt, ich bedanke mich zunächst bei meinen Wählerinnen und Wählern, und die 12. Schalte spät vor Mitternacht auch noch mit diesem Satz, fällt Ihnen nicht mehr ein in so einem Moment oder ist das die Anspannung des Wahlabends? Nein, jeder Zeitpunkt hat sein Thema und gestern Abend war zunächst die Freude über das Wahlergebnis das Thema. Und Sie sehen ja, heute sind wir einen Schritt weiter. Heute reden wir darüber, mit wem wir sprechen werden, wen ich eingeladen habe. Und ich bin dafür, dass man nochmal Schritt für Schritt jetzt die nächsten Tage begeht. Der Wähler schätzt Konsistenz. Ja, ja, das kann er haben bei uns. Ich sehe auch keine weitere Frage, dann war das ein schönes Schlusswort. Ihnen allen noch einen schönen Tag. Ja, soweit also.
Die Pressekonferenz in der CDU. Die Bundeskanzlerin hat ihren Humor nicht verloren. Zwischendurch gab es auch noch einmal eine Frage nach den schwedischen Wahlen, wo ja die Konservativen gestern verloren haben. Aber natürlich dominierte diese Pressekonferenz die Frage nach dem Umgang mit der AfD. Und da hat man heute hier in der Präsidiumssitzung lange darüber gesprochen, auch im Vorstand. Und die Analyse ist ja eindeutig, es ist nicht ein Exklusivproblem der CDU. Das muss man in der Tat sagen, wenn man sich mal anguckt, aus welchen Sammelbecken sich die AfD speist. Wahr ist aber auch, dass die CDU natürlich viele, viele eigene Wähler verloren hat an diese neue Partei am rechten Rande des Spektrums. Und man wird sie nicht so schnell loswerden. Da ist man sich auch einig wie den ein oder anderen in der Vergangenheit. Man muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Aber alle, die hier runtergekommen sind, auch die Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende, haben noch mal klar gemacht, eine Zusammenarbeit mit der AfD, die wird es auf keinen Fall geben. Das kann man bei den vergangenen Landtagswahlen auch leicht sagen, da kam es auf die AfD auch nicht an. Die Frage ist natürlich, wenn ein CDU-Ministerpräsident eines Tages auf die Stimmen der AfD angewiesen wäre und ansonsten in die Opposition wandern müsste, was passiert denn dann? Wird man dann doch vielleicht diese Vorurteile über Bord werfen, die man gegen diese Partei hat? Das bleibt abzuwarten. In der CDU jedenfalls hofft man, dass das Problem AfD vor allen Dingen auch in der täglichen Arbeit in den Landtagen sich erledigt. Denn in der Tat ist die AfD ein Sammelbecken von allen Seiten, auch von allen politischen Denkrichtungen. Und wie das eines Tages dann als Parteiprogramm mal zusammenfließen soll, das kann man sich hier nicht so genau vorstellen. Eins ist auch ganz klar, in Brandenburg, da wird wahrscheinlich die CDU trotz Zugewinnen wohl weiter in der Opposition verbleiben müssen. Da wird ja Herr Woidke auswählen. Aber ich denke, dass die SPD auch hier im Bund es gerne sehen würde, wenn man weiter eine rot-rote Regierung hat. Tja, und Sie haben es gehört. In Thüringen ist es so kompliziert, dass die Ministerpräsidentin, heute Morgen hat sie es schon angekündigt, auch die Grünen zu Sondierungsgesprächen einlädt. Das ist ja etwas ungewöhnlich. Mathematisch würde es ja reichen mit der SPD, aber jeder, der sich im politischen Geschäft auskennt und in Thüringen im Speziellen, der weiß, dass Frau Lieberknecht sicherlich mit dem einen oder anderen in der SPD, oder ich sage es lieber umgekehrt, dass der ein oder andere Landtagsabgeordnete, der jetzt einziehen wird in der SPD, Frau Lieberknecht nicht wählen wird. Insofern bräuchte sie vielleicht noch mehr Stimmen als diese eine über den Durst. Da könnten die Grünen ja bei helfen. Und wenn das nicht helfen sollte, dann haben eigentlich alle Parteien dort ein Problem in Thüringen, vor allen Dingen die beiden Großen. Auch die SPD kann in Thüringen mit dem Ausgang gestern nicht zufrieden sein. Und wie es da weitergehen soll, man kann natürlich die Basis befragen, aber eine richtige Lösung ist da schwer vorzustellen. Frau Lieberknecht ist aufgerufen, eine Lösung herbeizuführen. Deswegen lädt sie die Grünen auch ein. Und das ist ja dann auch folgerichtig. Und damit zurück zu Ina Baltes nach Bonn.